Cold Steel macht Messer, die man im Endeffekt nicht umbringen kann, nicht kaputt machen kann. Das Spartan, ja, das habe ich schon sehr oft auf meinen Survival-Trainings gesehen. Schauen wir uns an, was es kann. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Cold Steel Spartan. Spartan. Und spartanisch ist dieses Messer meiner Meinung nach nicht. Ja, weil es ganz einfach sehr viele Funktionalitäten hat. Aber ich glaube, da ist auch was anderes damit gemeint. Und zwar im Endeffekt, ja, spartanisch kämpfen, Kampfmesser. Und das ist auch meiner Meinung nach die Kategorie, wo das Messer gut dazugehört. Sprechen wir mal ganz einfach drüber. Ich meine, Cold Steel brauche ich nicht erklären. Also du weißt, dass Cold Steel ganz einfach Top-Qualität bietet. Und dieses Klappmesser, dieses Einhandmesser, ja, das hat einen... Ja, ich weiß, das sagt man nicht Backlog, weil Cold Steel, das ist ein eigener Mechanismus. Ich kann es mir nicht merken, Trilog oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall klappt das System so ineinander, dass es ein bisschen mehr ist, weil hier drei unterschiedliche Bereiche ineinander klacken, dass das einfach fetzig ist, wie auch immer es heißen mag. Und dadurch ist dieses Messer auch dafür da, um ja, harte Arbeiten zu machen, also Hacken, Spalten. Ja, das kannst du mit diesem Messer tun. Es ist zwar kein Fixed Blade, also besonders dann, wenn wir jetzt etwas brechen wollen, dann gibt es natürlich hier diesen Schwachpunkt, das ist klar, aber sonst macht das ganz einfach alles mit. Und ja, wenn es dir ganz einfach liegt vom Design her, dann ist das auch ein absolut fettes Messer, das du nicht kaputt kriegst. Was für mich so ein bisschen ein Punkt ist, das ist, dass ich ja immer diesen Survival-Hintergrund habe. Das heißt, Survival, Leben und Überleben in der Natur. Das heißt, ich möchte was schneiden, ich möchte was hacken. Und für mich ist jetzt nicht so diese Kampfkomponente wichtig. Ich meine, okay, wenn du mit diesem Teil hier hinten, ja, also das Messer, es ist so gemacht, dass du es wirklich schön festnehmen kannst. Wenn du mit diesem Teil hier jemanden eine am Schädel haust oder irgendwo daherklopfst oder so weiter. Also allein, wenn ich mal daherklopfe, genau auf diesen Punkt, ich meine, das ist ohnehin ein bisschen eine gemeine Geschichte hier, das tut schon weh. Also es ist teilweise sogar so, dass ich jetzt sagen muss, ich brauche gar nicht hinstechen, was sowieso kacke ist, ja, ihr könnt hinhauen. Jetzt, ich bin da überhaupt kein Experte drin, das möchte ich gleich dazu sagen, ich bin kein Nahkampfexperte, aber das kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön wehtut und das Messer sitzt bombenfest. Also auch beim Hacken jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt reinhackt, wenn ich jetzt zuschlag, fliegt mir das genau hier in den kleinen Finger, in diese Hand rein. Das heißt, ich kann mit dem einschlagen und kann mir sicher sein, ohne dass da irgendwelche Schnüre drum wickeln muss, dass das hundertprozentig funktioniert. Und das ist auch ganz, ganz fein. Es ist intuitiv anzugreifen. Also entweder ich greife da rein, bupp, oder ich greife da hinten rein, bupp, und ich habe sie. Das ist einfach genial dafür gemacht. Du kannst aber auch da hinten eben nehmen, um ja, beim Hacken ja, einen größeren Hebel zu haben. Die Klingenform, ja, das ist halt, wie du hier siehst, eine Recurve-Klinge. Das bedeutet, das ist beim Schleifen mit einem Schleifstein draußen im Outdoor-Bereich nicht so toll möglich. Das ist vielleicht ein Nachteil, es kann aber auch ein Vorteil sein, besonders dann, wenn ich Schärfmittel dabei habe, die genau für das abgestimmt sind, also irgendwelche Stäbe oder anderwertig im Flachschliff ist das Ganze gehalten, ist auch gut geschliffen, ist auch wirklich schön scharf. Jetzt fragen mich viele, Reini, warum hat das eine Recurve-Klinge? Also ich möchte dazu sagen, ich bin natürlich nicht der Designer und weiß nicht, was der Hintergrund war. Aber eines ist natürlich schon klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Cold Steel, den Voyager, der zeige ich mir, okay, der ist länger, aber einfach vom System her. Der hat halt einen geraden Anschliff, also eine gerade Klinge und die lässt sich gut super auf der Schärfplatte verarbeiten. Wenn der aber jetzt einen Bogen drinnen hätte, dann habe ich einfach mehr Schneid. Die Länge der Schneidkante erweitert sich ganz einfach. Und ich habe auch ein anderes Arbeiten. Hier bin ich einfach grad. Ja, da kann ich einfach nur gerade reinfahren, was super ist. Also ich mag den. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Das ist mein neuer Begleiter. Ich mag den sehr, sehr gern. Aber da habe ich jetzt auch diese Schnittkomponente in diesen runden Bereich rein. Und wenn man da mit Schnitz oder etwas schneidet, dann merkst du auch, okay, da tut sich schon einiges. Es wird sicherlich auch noch einige Nahkampfkomponenten geben, dass man beim Schneiden irgendwelche tieferen Verletzungen machen kann. Aber das ist nicht mein Punkt. Was man bei dem Messer auch sehr taugt, das ist diese kleine Funktion hier. Und zwar ja, bei diesem Clip hier. Und du siehst, da ist eine Vertiefung drinnen. Das bedeutet, ich kann dieses Messer, wenn ich es aus der Hose rausziehe, einfach so öffnen, ja? Weil sich der Stoff da einzieht. Und ja, ich glaube, das die ersten waren Emerson-Messer, die das gehabt haben. Und Cold Steel hat es in irgendeiner Art und Weise nachgebaut. Da ist auch hinten ein Schrauben drauf.
Wenn du dir das anschaust, das Schraube, den kannst du rausdrehen, dann ist dieser Einhandmechanismus draußen. Ob das dadurch jetzt in Deutschland nach diesen lustigen, ich hätte jetzt fast Idiotenparagraphen, aber ich traue mich doch nicht, ja, diesen absolut wichtigen, wunderbaren, super Paragraphen jetzt erlaubt ist oder nicht, ja, das kann ich da nicht sagen, aber du kannst es abschrauben und ja, somit ist die Sache ganz, ganz klar. Insgesamt, das Messer ist sehr wertig verarbeitet, es ist extrem schwer auch, muss ich sagen, also für das, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, und tut mir leid, diesen Voyager-Vergleich, der ist federleicht, ja, der ist absolut federleicht, da liegt es ganz einfach daran, dass da einfach sehr viel mehr Material verbaut wurde. Also allein unter der Griffschale, wenn du da jetzt reinschaust, dann siehst du, ich hoffe, du kannst es sehen, dass auch hier Metall eingebaut ist. Das hat dieser Freund hier zwar auch, aber in einer viel dünneren, einer viel weniger starken Ausführung. Also das ist, es ist ja, dieses Messer hier, obwohl es kleiner ist und ungefähr von der Klingendicke her gleich ist, ja, ist das viel, viel schwerer, viel massiver. Ja? Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr angenehm. Frage, ist dieses Spartan ein Messer für Survival? Und du kennst meine Einstellung, jedes Messer, das ich dabei habe, ist besser als kein Messer. Aber wenn ich die Wahl habe als Survival-Messer im Outdoor-Bereich, dann würde ich das nicht wählen. Ich halt nicht, ja. Das heißt nicht, dass du es nicht wählen kannst und dass das ein scheiß Messer ist. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich würde es ganz einfach nicht wählen. Einfach aus dem Bereich, diese Recurve-Klinge, taugt mir halt ganz einfach nicht so gut. Sie lässt sich nicht so gut nachschärfen, nicht so einfach nachschärfen mit einfachen Mitteln. Und insgesamt ist es mir für die Klingenlänge ganz einfach zu schwer. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber das Messer ist top. Du kannst, wenn du es dir anschaffen willst, du kannst nichts verkehrt machen. Ist einfach fett gemacht. Und das war es jetzt auch schon wieder dazu. Das heißt, Cold Steel Spartan, absolut eine Überlegung wert für alle Selbstverteidiger oder ja, Nahkämpfer, für alle, die das Design mögen, die etwas Schnittigeres haben wollen und die auf Recurve-Klingen stingen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann mag ich dir um einen Daumen nach oben bitten. Da sage ich jetzt herzlichen Dank dafür. Vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben, was du von diesem Messer haltst. Ja, ob diese Recurve-Klinge etwas ist, die dich nicht stören würde. Ob du meinst, Reini, du bist ganz einfach viel zu kritisch, du musst es ein bisschen lockerer sehen. Schreib mal ganz einfach, was deine Meinung dazu ist. Da sage ich jetzt auch danke dafür. Vielleicht magst du mal ein Abo hier lassen, wenn du das erste Mal da bist. Ja, da geht es zum Reini Rossmann Survival-Kanal. Ja, wenn du da mal reinschauen willst, auch danke. Da gibt es ein paar weitere Videos von mir. Ich danke dir, dein Reini Rossmann vom Survival Shop. Bis bald. Ciao.